Schönen guten Frühstück miteinander. Heute geht's nach Polen bzw. nach Katowice mit Frederik Seibt und dem Schlüsselmann. Und ich freue mich drauf. Ich habe 2,5 Stunden geschlafen, weil ich einfach nicht schlafen konnte die Nacht und werde mir jetzt dieses Paella reinquälen. Ich würde echt gerne mal wissen, was es ist, was mich immer vor irgendwelchen besonderen Anlässen nicht schlafen lässt. Also mein Müdigkeitsgefühl ist einfach komplett weg immer. Entweder wenn es irgendwie in Urlaub geht, Gerichtsverhandlung oder ähnliches. Das macht mich wahnsinnig. Los geht der Mumpitz. Ist das nicht einfach nur ein schöner Anblick? Ich meine, der Mann wurde jetzt befördert in der Schweinebesamungsanlage und endlich zum Chefbesamer aufgestockt. Ach, ich hab dich wirklich lieb. Ja. Müsste doch kurz den Kilometerstand filmen, der hier wirklich drauf steht. 7 Grad? Was? Ja, 15.000. 15.000? 15 Kilometer, nicht 15.000. Ich bin noch etwas müde, entschuldigen. Wie 15 Kilometer? Ne, der hat 15 Kilometer runter. Das ist ein Neuwagen. Oh. Übrigens, in Katowice wären es fast 0 Grad, minus 1 Grad. Ja, ich hol da jetzt meine Klamotten und dann können wir losstarten. Wir müssen jemanden abholen, den Schlüsseldienst. Einen wunderschönen guten Morgen, bitte ein Statement zum blauen Kristall. Gibt's kein Statement zu. Der blaue Kristall existiert nicht. Wird er nie. Soll ich bitte filmen, wie lange wir fahren? 5 Stunden. Schönen guten Pappstrohhalm. Jetzt geht's natürlich in das Fastfood-Restaurant unseres Vertrauens. Ihr dürft dreimal raten, wo wir jetzt hier sind. Sind die Tattoos eigentlich echt? Nee, die sind nur aufgemalt. Ich wusste es. Ich bin auf dem Pott. Und der Herr Seibt, er muss auch sehr dringend. Ja, sehr, sehr dringend. Oh, die Verstopfung macht es mir nicht einfach. Tamaras Arsch. Das werde ich nicht rausschneiden. Ah, oh, Junge. Immer anschnallen, auch wenn er im Auto schlaft. Ganz wichtig. Warum eigentlich? Man hat eh nicht mehr zu verlieren heutzutage. Sag mir, dass du in Polen bist, ohne zu sagen, dass du in Polen bist. Kurwa. Junge, ist das krank, Alter. Sind wir endlich mal da? Hey, Alter! Oh, Junge! Es ist echt krass hier. Also, Junge. Du gibst mir jetzt den Code. Die Null gibt's gar nicht ein. Hä? Es ist kalt, Henry. Kurze Roomtour durchs Airbnb. Ihr müsst euch ein Bett teilen mit einer Bettdecke. Das hast du bestimmt aus Versehen so bestellt. Was soll denn die Kling? Warte mal. Ich schlafe hier auf diesem Schlafsofa. Das ist knochenhart, Alter. Das ist absolut ich krank. Kann ich dir erzählen, dass das. Nee. Balkon, oh, okay. Also ist schon nice hier. Das ist mal ein Ausblick, guckt euch das an. Das ist verdammt geil. Henry. Ach so, alles gut, alles gut. Wird alles geschnitten. Jo, jo, Alter! Muss das so? Oh, Junge! Welcome to Poland. Ich will gar nicht wissen, was. Ach so, ey, was? Junge, das ist geisteskrank, also. Naja. Warum geht das nicht dazu? Hast du schön rausgesucht, Bri. Naja, das, was ich eigentlich wollte, war schon weg. Kannst du einen neuen schnell mieten? Nee, alles noch eins frei. Nein. 30 Euro für 2 Tage passt schon. Naja, die Dusche ist nice. Uiuiui. Toilette. Funktioniert auch. Klopapier ist sogar bedruckt, also das ist eigentlich das Wichtigste.
die allerwichtigsten Dinge erstmal hier regeln. Ich hoffe, der Kühlschrank fällt nicht aus. Perfekt. Ich bitte um mehr Toleranz, was mein Deo angeht. Henry! Oh, du, Alter, du mieses Stück Scheiß! Jetzt wird massiv eingekehrt in das Restauration Leonik. Das ist definitiv das gute Leben, wenn man im Restaurant Vorspeisen bekommt, Alter. Butterig seibt. Butterig schmeibt. Was ist denn das? Schmalz. Danke für den Tipp, Bre. Das ist Tee-Zubehör hier. Und das macht mich einfach nur geil. Das schmeckt gut. Oh Junge, Honig! Alter, Tee ist ja richtig so drin, guck mal. Boah, Alter! Boah! Junge, das ist ja. Alter, Kreuzkümmel, Stern, Anus. Alter. Mitbringer? Teezeug. Du bist bescheuert. Ich hab so keine Ahnung, was das ist. Junge, ist das geil, Alter. Das ist der winterigste Wintertee, den ich je gesehen habe. Rusty with Salmon. Bruder, du hast es offiziell geschafft. Alhamdulillah. Die Vorspeise besteht aus feinstem Perlhuhn mit Trüffelkartoffeln. Alter, das sieht alles so geil aus, schmeckt so geil und riecht so geil. Mmh, Eichelsuppe nach Rezept polnischer Art. Im Wintertee. Sind wir noch 56? Also die Tee sind schon lecker, oder? Guck mal, dieses Geschwätz im Hintergrund, Alter. Geil einfach nur. Einfach nur geil, Alter. Ui! Oh, das sieht auch sehr lecker aus. Oh, Bruder, ich mach Miesauge. Alter, darf man in diesem Mietwagen rauchen? Hier, Statement zu dem Essen hier übrigens? Ich bin sehr gesättigt, ich habe gut gegessen, wenig bezahlt. Das, was man braucht, deswegen werden wir nie wieder heute zurückfahren. Das ist für immer unser Zuhause jetzt hier. Das war Affentitten geil, Alter. Was hast du jetzt hier so? Mit dem Mietwagen rauchen wieder. Das ist nämlich mein Einkauf. Einen wunderschönen guten. So, jetzt geht's erstmal in den Puff. Oder doch in die Spülung. Statement dazu. Ist dieses Geld halal? Ist das nicht schön, ein Weihnachtsmarkt, der auch geöffnet hat? Feinste Delikatessen. Mach mal hier nie auf dicke Hose, Bruder. Ich bin dicke Hose, ich möchte mich hier wie Fett fressen in dieser Scheiße. Aua. Nut, Nut. Oh, das ist so schön hier. Das ist so wunderschön. Oh. Oh. Hier gibt es einfach Corona-Bier mit 210 Milliliter. Das ist wirklich ein Tornado des neuen Levels. Wir sind im großen Casino, aber ich habe meinen Reisepass im Hotel liegen, beziehungsweise im Airbnb, und darf deswegen leider nicht spielen, aber das ist auch gut so. Hashtag nur 400 Euro mit. So, wir sind jetzt in die Cyber Machina Gaming Bar eingekehrt und gönnen uns jetzt hier massiv, Alter. Ja. Cocktails, vielen Dank, Alter, auf Nacken dieses Mannes. Der tickt übrigens mit Betäubungsmitteln. Nee, nebenberuflich, eigentlich hat er einen Schlüsseldienst. Und der Fahrer säuft natürlich mit. Prost. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber ich lass mal hintergehen. Hey, das Dravier. Alter, das ist krass.
Drecksecken. Wir haben jetzt einen folgenschweren Fehler gemacht und hier so einen riesigen Schädel bestellt, der jetzt mit Cocktails gefüllt ist. So ein riesiger Kinderkopf. Der ist ziemlich groß für ein Kind. Welcome to Paul. Junge, 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 das hat ja Ausmaße angenommen. Da ist gefühlt die Hälfte Schnaps in dem Ding. Ja, hat es geschmeckt und Statement zu uns. Ihr habt mein letztes Getränk, was ich alkoholfrei trinken wollte, weil ich der Fahrer bin. Halt doch mal dein Maul, Alter. Und lass mich doch mal reden. Geh lieber deine Schlüssel holen. Deine Schlüssel? Nee, ihr habt das dann währenddessen ich scheißen war. Oder Pullern im Reaktor, du musst das Klo noch füllen. Hab die Alkohol in mein alkoholfreies Getränk gemacht, jetzt konnte ich das nicht trinken, jetzt bin ich sehr sauer auf euch und werde euch jetzt in den Tod fahren. Hallo. Das war ein sehr geiler Aufenthalt in einer Gaming-Bar. Wow. Da steht ein Sicherheitsdienst, sehr böse angeguckt. Da oben in der ersten Etage. So, wir gehen jetzt an die Tanke und holen Kippen. Und Junge, gib mir bitte, moin, gib mir bitte ein Statement zur Sachlage. Polen ist schön. Ich liebe Polen. Mein Sohn. Der Mann hat das ganze Trockenfleisch in der Tanke aufgekauft. Und jetzt zeig mal den Zettel bitte, Bree. Die Frau hat uns eine Adresse gegeben. Und da haben wir jetzt eine Menge Spaß. Eine Menge Spaß! Gibt's da Sinus? Ich muss echt mal sagen, diese 250 Milliliter Flaschen hier sind echt sehr, sehr praktisch. Die sollte man bei uns in Deutschland auch einführen. Also nicht ein, ihr wisst schon, was ich meine. Und in der Tankstelle 5 Schachteln Marlboro und der gesamte Blister von diesem Trockenfleisch einfach, ich glaube, 32 oder 33 Euro. Hier ist die Welt wirklich in Ordnung. Es wird wirklich Zeit, dass wir alle nach Polen auswandern. Das. Wenn ich in dem Kommentarbereich jetzt hier, nur einen einzigen Kommentar von einnehmen oder sowas lese, dann wäre ich richtig sauer. So, wir sind jetzt gerade wieder aus dem Casino nach Hause zurück. Und der Mann hat massiv abgesahnt. Kapi, selbstverständlich verliert man nur, wenn man zockt. Was gönnt sich unser Herr Maid? Desperados Lime Pivo. Geil. Strawberry-Magie. Du hast doch noch eine Brühe, bra. Das ist Dekadenz. Alter, hast du dir gerade einen Zahn abgebrochen? Alter. Oh, Junge. Eigentlich geht es mir nicht um dieses verdammte Papier hier, sondern um das hier. Was ist denn das, Alter? Was ist das denn? Du willst, dass ich das nehme? Dann erklär mir bitte, was das ist. Wenn du diesen Hunderter frisst. Ich ihn. Ich glaube, der hat mich gezwungen. Was ist denn das? Reni räumt den Magen auf, nachdem ich so viel Trockenfleisch gefressen habe. Ja, pass auf, ich erkläre das mal kurz. Wie man das zu sich nimmt. Das musst du fressen. Was ist denn? Nicht als Erster. Ich will wissen, dass das. Wenn ihr das esst, esse ich es auch. Ich will es auch wissen, was es ist. Alter. Das ist neue Dexter Energy. Was ist denn das? Renny räumt den Magen auf. Was ist denn das? Was denn? Es räumt deinen Magen auf. Okay, ich werde es jetzt essen. Muss man davon kotzen, oder? Nee. Das ist so wie wegen Sodbrennen und alles so. Ja, wenn ihr. Elektrolyte? Ja. Ja. Elektrolyte. Ich werde es einfach verspeisen. Boah. Geld waschen! Boah, schon geht's bitte! Bitte Geld waschen! Freddy, kannst du mir ein bisschen Geld waschen, bitte? Und zwar. Ich wasche jetzt Geld. Wo kommt dieses Geld her? Ja. Dann tust du das so ein bisschen. So, und wenn du das dann gemacht hast, kommst du eine halbe Stunde hier rein. Ja, und dann ist es gewaschen und danke, du hast dann einen Schein. Wählst du die FDP? Mach den oben bitte aus, wir müssen noch nach Hause kommen. Achso, hier übrigens.
Ja. Sicher? Ja. Ausgezeichnet. So, der Abend ist relativ fortgeschritten, aber noch nie fortgeschritten genug. Deswegen werden jetzt die heimischen Reserven ange... Die heimischen Reserven. Der gute Belvedere und der gute Saft. So, dann haben wir hier feines. Oh ja, das ist doch meine Ansage. In so einer Karaffe macht man mischen wie ein Mann. Bre, du sagst, wann Stopp ist. Das ist mich? Ich meine euch. Na, Stopp. Stopp. Jetzt? Ja. So, okay. Junge. Du hast den Herd angemacht. Und das ist feinster Ananassaft. Warum trinkt man Ananassaft? Ja, weil die schmeckt blau. Sag's doch. Also, wenn mir das Sperma dann besser schmeckt. Genau so sieht's aus. Und wem schmeckt das Sperma besser? Dem Freddy. Mit dir, du Schwanzgesicht. Du musst halt am lutschen. Maschallah, Alter. Maschallah. So, ja. Marc, wie war das von uns? Ich mag den Ananassaft. Alles gut, Bre, alles gut. Wir haben ja auch noch jeder Menge so richtig. Bravo, lass es dir schmecken. Und Leute, ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Ich werde jetzt diesen Vlog jetzt schnell beenden. Ja, alles, was jetzt folgt, ist ehrenlos, Alter. Und mit ehrenlos meine ich, wir werden ohne Schutz ineinander eindringen. So, der Vlog wird selbstverständlich weitergehen, weil genau das, was ihr sehen wollt, ist ja das, was danach folgt. Und ja, der gute Herr Meibt. Hui! Henry. Das Fleisch ist ja trocken. Gib mal bitte ein Statement zu diesem Land. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass wir nie wieder hier wegfahren? Ich würde mich freuen, wenn das stimmen würde. Das stimmt. Prost Mahlzeit. Viva Colonia. Polonia. Polonski. Alter! Ja, so, sorry! So, jetzt gönne ich mir mein Geburtstagsgeschenk. Kind, wer ging Zigarrenschneider einstecken? Wegen so einem Ding habe ich meine Eichel verloren. Flamme an! Echte Männer machen das nicht mit Streichholz. Olaf Scholz, wenn du das hier siehst, bitte verbanne TikTok aus den deutschen App-Stores, danke. Bitte mal ein Statement zu den letzten 10 Minuten.